Kerzen kannst du hier kaufen. Stativkamera. Und ein. Was ist ein Fulu? Hier ist ein Thermometer. Aber haben wir nicht ein Thermometer von Anfang an? Weil ich guck mal, was wir von Anfang an haben. Wir 1200 haben. Eier. Nee, wir haben kein Thermometer. Das kostet mal eben 1200 Schleifen, das Ding. Was ist ein Fulu? Thermometer. Ach so, ein Thermometer kostet 1200 Schleifen. Ja, das ist mein Humor. Geisterbox haben wir. Anscheinend gibt es keine stärkere Taschenlampe. Taschenlampe ist hier, warte mal. Es sieht aus wie die, die wir auch haben. Dieses Schmutzding. Ja. 600 Tacken. Ein Kruzifix. Das Kruzifix ist ein heiliger Gegenstand, ist nicht wahr? Der dich vor Geistangriffen schützt. 2000 Eier. Alter Belli. Sag mal, ist die Inflation so weit fortgeschritten, dass sie sogar schon in Spielen übernommen wird, oder was? Ich habe $650. Ja, du hast auch überlebt. Mich hat ja das Bild angegriffen. Und schön handlich verpackt in der Luft, wie du gesehen hast. Ich weiß nicht, diese Spiele haben irgendwas gegen mich. Ich kaufe auf jeden Fall eine Kerze, glaube Ja, ich. ich möchte den E kaufen. Ja, Ich kauf mal möchte den Link kaufen. den. Ah, shit. Ja, Kerze. Womit macht man die Kerze denn an? Verdammt. Oder brennt die immer? Ist das so Ich so glaube, die brennt immer. griechisches Feuerding? Zauberst du so aus der Tasche raus? Tada! An. Aber ist nicht schlimm. Ja. Ja, ist toll. Immerhin weiß ich, was mich getötet hat. Ein Bild. Ich hab dich nur, also weißt du, das sah so aus, als würdest du in der Luft fliegen und dann haben sie so. Ja. Ja, ist halt Es sah nicht nur schwierig. so aus, es war auch so. Es hat sich das auch angefühlt, als würde dir alles brechen. Ja, hör auf. Ich habe jetzt noch einen Muskelkater. Guck mal, hier steht deine Kerze und guck mal, die brennt nicht. Man die vielleicht. Wenn du sie jetzt aufstellst, brennt sie. Jetzt ist sie an. Oh, schade. Schon benutzt. Kannst nicht mehr benutzen. Weg ist die Asche. Was haben wir denn heute? Ist das wieder. Lege die toten Ratten in den Kessel. Was? Das ist extra Option. Schieße ein solides Foto von. Schieß mal ein solides. So, hier ein bisschen weiter nach rechts. Jetzt grinsen. Was denn solides Foto, bitte? Als ob der mit dir Weiß ich diskutieren nicht. würde. So, wie heißt er denn? Chris Doherty. Wer lässt sich solche Namen einfallen? Jetzt mal ohne Flachs. Das ist bis jetzt das Gruseligste überhaupt, dieser Name. Sprecht ihn mal aus. Doherty. Ich bin bei Matt. Wie bei Matt? Ja, bin ich auch. Mit Ja, Zwiebeln auf bei Brötchen. Matt. Achso. Doch, bei gehacktes. Ja. Da bist du schon. Ja, warte ich auf dich. Ich traue mich nicht allein rein. Nee, du willst bloß nicht sterben. Ja, richtig. Und hier ist nicht das Matt. Moin, Klaus. Lege die toten Ratten. Was ist das? So, hier der Lichtschalter. Gut nicht. Jo. In So. den Kessel, aber welcher Kessel? Wahrscheinlich da unten Diesen diese. hier? Da hast du denn eine Ratte? Nee.
Hier brennt eine Kerze auf jeden Fall. Schon sehr verdächtig. Hier läuft wieder der Fernseher. Hier, diese China-Packung hat das Vieh vorhin nach mir geschmissen. Mit Leer. Sicherheit. Ja. Die Musik wird schon komisch hier. Nicht mal voll. Nee. Wo bist du? Ich bin hier. Soll das ein Witz sein, darfst du mit dem Gespenster? Oh. Da. So ein Gespenst. Egal, wie groß ist das denn hier? Hier verläuft sich auf jeden Fall, also mit Weglaufen ist hier auch nicht viel, du. Ach, hier, da ist das Hochzeit. Das, dieses Kleid, ne? Ja. Ja. Musik wird schon wieder komisch. Schädel. Was war das? Was war das? Weiß ich nicht. Irgendwas hat richtig doof gelacht. Oh oh. Was? Irgendwas redet hier. Alter Belli. Ja. Warum stehen hier so viele Kerzen im Kreis? Weiß ich nicht. Warum ist so ein hässliches Bild von meiner Schwester hier im Raum? Heißt sie Magna? Ich habe nicht mal eine Schwester. Keine Ahnung. Aber guck mal da über. Ist... Da hängen auch noch mal zwei richtig hübsche Menschen. Ekelhaft. Hat so ein bisschen was von Dumbledore da oben, oder? Das ist Ja. vielleicht das Pentagramm. Vielleicht unterm Teppich. Da hinten leuchtet es blau. Weil hier hatten wir doch gerade Aktion. Boah. Echt jetzt? Hier, die schmeißt mit Sachen. Warte mal. EMF 3 habe ich. Ich muss das umdrehen. Mal sehen, ob die darauf krakelt. Habe ich noch was mit? Okay. Ja, es ist so dunkel. Da hängen ziemlich viele Traumfänger an der Decke. Könnten aber auch Ja. Knochen sein. Ich gehe auf jeden Fall mal wieder raus hier. Ja, lass mal raus. Ich flieg dir wieder hinterher. Alter, merkt ihr mal den Weg dahin. Das ist echt. Ah, Denk. oben ist gesperrt. Du hast halt nicht Premium gebucht hier. Ach, ey, ey. Das kann ja was werden. Was sind denn die Nebenaufgaben? Ach ja, die Ratte. Wie sieht die Sanity aus? Ah,
Die hatten wir eben auch schon bei 80, wo du dann auf die Lore unter. Ah ja, geht ja noch. Tja. Und dann hättest du mich mit der Deutschen Post verschicken können. Also, wir können auf jeden Fall sagen, ich glaube nicht, dass wir Ektoplasma-Flecken hätten, haben. Ich schließe die mal aus. So, dann hattest du EMF3, ne? Aber es geht ja nur bis 5. Hast du dieses ESG-Ding da aufgestellt? Hast du noch Platz? Willst du das mitnehmen? Dann nehme ich den Beaker mit. Ja, ich hab. Alles klar, dann lass wieder rein. Ja. Und das sieht einfach auch nicht so groß aus, ne? Hey. Oh, geht schon wieder los mit der Mucke. War das hier rein? Hier. Die. Genau. Do you want to play with me? Hat die hier hingeschrieben? Wo? Hier auf dieses Dings. Vorhin nicht drauf geachtet. Stand da was drauf? Ich auch nicht. Warte mal. Bist du hier? Are you here? How old are you? Was war das? Ja, sie ist hier und sie hat die Jalousie zugemacht. Oh, ich habe sie gesehen gerade. Ich habe Gefrierarm. Wir haben auf jeden Fall Gefrieratem und Geisterbox. Was war das? Eine tote Ratte. Ja. Wie sieht aus? Wollen wir? Safe. So, wir haben Okay. auf jeden Fall haben wir Gefriertemperatur. Gefriertemperaturen und Geisterbox. Lass mal gucken, wie die Sanity aussieht. Ich meine, wir können ja eh nichts machen, ne? Wir haben keine Pillen und nichts, ne? Hast du nach Fingerabdrücken geguckt? Ja, soweit ich konnte. Ich stand auch an der Jalousie da. Ach so. Alter, ich muss auch mittendrin gestanden haben. In dem Geist. Du hast noch Das kann 82. sein, ja. Ich habe 60. Geht das eigentlich wieder hoch langsam oder was? Nee, nee, nee. Nee, ne? Nee. Langsam. Geht gleich wieder auf 58 runter, oder was? Ich stand da ja am Fenster und hab nach Fingerabdrücken geguckt und da hat sie ja die Gardinen zugezogen. Ja. Also stand ich Mit mir hat sie ja in dem Moment geredet. mit einem Geist. Handtuch. Sonst muss man ja hier mal mit dem hier mit dem Fingerabdruck noch mal durchlaufen.
Auf die Schnelle. Ob du da was findest. Also Staffelei hat sie nicht angefasst bis jetzt. EMF war nur auf 3, ne? Ja, auch 4. Könnte vielleicht auf 5 gehen, dann wäre es ein Abaddon. Warte mal, der Abaddon, wie war denn das? Macht ja Jagd. Jagd, wenn du dich nicht verteidigen kannst, irgendwie. Geister. Ja, könnte sein. Stärken wählt Ziele aus, die sich nicht selbst verteidigen können. Also Selbst. Staffelei oder Fingerabdrücke oder EMF5 könnte es sein. Also für den Everden brauchst du EMF-Stufe 5. Ja. Bugay. Okay. Also ich denke mal, es wird entweder ein Ghoul oder ein Hanzo sein, denke ich mal. Also Willst du? Staffelei oder Fingerabdrücke. Die Frage ist, willst du jetzt raten oder willst du nochmal mit dem Fingerabdruck-Ding da rein? Eine gute Frage. Du hast noch 80%, ich habe 60. Das Problem ist, wenn das jetzt ein Dingens ist, ein Hantu. Ja. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Ja. Und dann könnte er, also ich weiß nicht, wie das ist, aber er könnte mich halt verfluchen, laut dem Buch hier. Leichteren Beute macht er. Genau. Ja, aber das würde ja auch bedeuten gleichzeitig, dass wenn du mit ihm sprichst, wird er mit deinem Verstand spielen und dich verwundbarer machen. Dann müsste deine Sanity aber weiter runter sein, oder nicht? Also würde ich jetzt Stimmt. behaupten. Stimmt. Das heißt, wenn ich mit ihm spreche, macht er halt quasi meine Sanity weg. Genau. Und macht dich Also verwundbarer. Kannst kein Hantu sein. kann es kein Hantu sein, sondern ein Ghoul und Abandon. Tja, und Abaddon oder Abaddon braucht EMF5. Wir waren bei 4. Und was braucht der Ja. Ghoul? Fingerabdruck. Der Ghoul ist bekannt als ein Geist, der den Gesprächen zwischen Menschen zuhört. Die Wörter, die du wählst, sind ihm wichtig. Sie können wütend werden und jagen, wenn du fluchst. Aha. Geh doch mal rein und fluch ein bisschen. Er Aber wird das ist ruhiger. tatsächlich ein Ghoul. Er wird ruhiger, wenn du nicht so zu viel redest. Wir haben ein bisschen viel geredet eben, oder? Wir haben Ja. die ganze Zeit gequatscht. Also ich glaube, ich bin beim Everton. Weiß ich nicht. Kannst du ja auswählen. Also ich habe Ghoul ausgewählt. Hast du? Ich nehme Evelyn. Ich gehe noch mal kurz rein und suche mal nach der Figur, die da rumsitzen soll. Willst es wieder wissen, ne? Na Bin gut. gierig. Ich Oder nee, beobachte. komm, nee, nee, ich lass das. Ich Wollte gerade brauche die sagen, Kohle. ich beobachte mal deine Sanity. Ja, ich gehe zum Auto, ne? Gönnen wir hier schon mal ein Bierchen. Ja, müssen wir da beide hin? Reicht das nicht, wenn einer losfährt? Nee, Irgendjemand? müssen beide hin. Was? Und wer baut das Zelt ab? Na gut. So, bestätigen? Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Das war ein Ghoul. Ach, Sekerem, echt jetzt? Ja.